Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder einer Bücherwoche, in der ich euch ja etwas über vier Bücher erzählen möchte. Wobei es war eine ja sehr gemischte Bücherwoche mit zwei absoluten Highlights und zwei Flops. Ja, das ist irgendwie sehr merkwürdig. Aber gut, wie es manchmal tatsächlich so ist, musste ich zwei Bücher abbrechen und darüber möchte ich natürlich ein bisschen sprechen. Serientechnisch gibt es noch nichts Neues in dieser Woche. Ich habe nach wie vor irgendwie aktuell nur Podcast im Ohr, dazu dann beim Hörgenuss am Donnerstag ein bisschen mehr an Infos und in 3 Wochen ist schon Buchmesse. Ja, richtig, richtig cool. Ich freue mich schon sehr. Ich packe euch auch mal das Bücherfreunde-Treffen am Samstag um 13 Uhr unten in die Infobox. Wer vielleicht am Samstag da ist, der schaut da gerne mal vorbei. Alle Infos zu den Büchern findet ihr ebenfalls in der Infobox mit Links und Beschreibungen. Und ja, wenn euch die Bücher interessieren, schaut da gerne mal vorbei. Und da könnt ihr alle Infos finden. Die Bücher der Woche. Ich starte mit den beiden Highlights. Und zwar ist das Band 1 und Band 2 der Hexersaga. Ja, einmal das Erbe der Elfen in der Rechten und einmal die Zeit der Verachtung von Andrzej Sapkowski. Ich habe die beide in dieser Woche absolut weggesuchtet und ich liebe diese Welt. Das kann ich schon mal verraten und ich brauche auch ganz dringend Bedarf. Am dritten Band. Und dann habe ich parallel schon gelesen den ersten Teil von Die Arena, grausame Spiele von Hayley Barker. Ein Jugendbuch, Dystopie, düstere Science-Fiction-Story, die schon ein bisschen an etwas erinnert hat. Und das wurde gefühlt aber immer schlimmer, wurde abgebrochen. Und auch tatsächlich der dritte Band der Finde-mich-Reihe, Liebe mich für immer von Katinka Engel. Ja, der dritte Band. Und ich war sehr überrascht und auch enttäuscht, dass ich den abgebrochen habe. Ja, manchmal steckt man aber halt nicht drin. Aber wir schwärmen erstmal über Stunden über die beiden Bände der Hexersaga. Es gibt ja bei der Hexersaga jetzt die Neuauflagen aus dem DTV-Verlag. Die wunderschön aussehen, man sieht das auch schön. Und die hinten dann auch im Buchschnitt, Buchrücken, ein Muster ergeben, wenn man sie dann nebeneinander, ich hoffe, es passt jetzt gerade so, hintereinander hinstellt. Es ist ja so, dass die eigentliche Hexersaga eben eine 5-teilige Reihe ist, eine Pentalogie. Und die beginnt mit Das Erbe der Elfen. Es wird aber empfohlen, die zwei Vorgeschichtenromane, Der letzte Wunsch und Das Schwert der Vorsehung, zuerst zu lesen. Und dann gibt es noch einen Kurzgeschichtenband, Zeit des Sturms. Und ich glaube, den liest man dann irgendwann zwischen 4 und 5. Ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, aber kann das erzählen. Das heißt, im Grunde habe ich jetzt erst mit der Hexersaga angefangen und auch direkt den zweiten Band in dieser Woche besorgt und am Wochenende wirklich verschlungen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich werde euch aber den ersten Teil in die Kamera halten. Ja, es sind also sozusagen die beiden richtigen ersten Bände der Hexersaga und wie ihr seht, ich habe den zweiten direkt geholt. Wir begleiten in dieser Welt den Hexer Geralt von Riva. Und der Hexer ist kein normaler Mensch mehr. Er ist als Kind in Kaer Morhen aufgewachsen. Dort werden eben Hexer ausgebildet. Das sind vorwiegend Waisenkinder und auch Jungs. Und die werden mit verschiedenen Zauberelixieren und Ähnlichem zu dieser Art Hexer ausgebildet. Sie sind im Grunde Mutanten mit besonderen Kräften, mit einem besonders langen Leben, mit Unverwundbarkeit, die eben auch mit Magie und auch Tränken arbeiten können. Und Geralt ist eben berühmt, weil er ein besonders starker Hexer ist, was auch seine weißen Haare so ein bisschen nach außen zeigen. Er wird daher auch der Weiße Wolf genannt, ist auch unter diesem Namen bekannt und ihn lernen wir schon in den Vorgeschichten kennen, aber auch in dieser Geschichte. Hier lernen wir auch direkt Ciri kennen. Sie ist die Tochter der Löwenmutter von Sintra und Sintra ist gefallen. Das erfahren wir unter anderem direkt in den ersten Vorgeschichten.
Und wir erfahren, dass die Welt hier im Wandel ist, dass Krieg herrscht, dass es eben eine große, starke Macht gibt, die jetzt die kleineren Ländereien im Grunde übernimmt, dass überall gekämpft wird und die Hexer sind von sich aus per se erstmal neutral. Und Ciri wurde im Grunde in die Obhut von Geralt gegeben und wir begleiten ihn mit ihr jetzt im Grunde auf diesem Weg. Wir treffen auf diesem Weg auch verschiedene Magierinnen, zum einen Triss Merigold, die eine Schwäche für Geralt hat und er wohl manchmal auch für sie. Und wir treffen auf Yennefer, was definitiv wohl die große Liebe ist von Geralt und auch er ihre große Liebe ist. Und die beiden aber doch irgendwie so eine On-Off-Beziehung haben und man hat im Grunde irgendwie so ein Dreierding, wenn man so möchte. Geralt kann per se eigentlich gar keine Gefühle mehr empfinden. Und auch keine Kinder zum Beispiel zeugen, aber er hat dennoch Empfindungen sowohl für die beiden Magierinnen als auch für sein Mündel Ciri. Dann treffen wir auch noch auf den Troubadour oder auch den Barden, den Poeten Rittersporn, der man auch schon aus früheren Geschichten kennt, der schon ein langjähriger Begleiter ab und an von Geralt ist. Und so haben wir verschiedene Erzählstränge in dieser großen Geschichte und man muss ja wirklich sagen, der erste Band von 5 ist ja eher so eine Einleitung und da erfahren wir aber schon ganz, ganz viel aus dieser Welt und wir erfahren auch relativ schnell, dass es mit Ciri irgendetwas auf sich hat, dass an ihr etwas Besonderes ist und sie wird in den Ländereien auch gesucht und so müssen sie sich eben auch ein bisschen auf die Flucht begeben. Zum zweiten Teil möchte ich gar nicht so viel erzählen, es ist natürlich jetzt sowieso immer schwierig in den weiteren Bänden irgendwas im Grunde zu erzählen, ohne irgendwas zu spoilern. Ich muss echt sagen, der Stil ist großartig. Es ist ein gigantischer Schreibstil, der mir unfassbaren Spaß macht. Er ist bildhaft, er ist lebendig, er lebt von spannenden Dialogen. Selten in High Fantasy so tolle Dialoge mitbekommen, gelesen, die alles erzählen. Es wird hier wirklich von einem zum anderen Geschichten erzählt, Vorgänge erzählt. Es wird nicht einfach nur, dass man das aus einer Überlieferung irgendwie hat, sondern manche sind eben live dabei und erzählen das und durch die verschiedenen Perspektiven, die wir haben, erfahren wir auch richtig viel, was in dieser Welt vor sich geht. Und es ist einfach auch sehr, sehr bildhaft. Man kann sich die Charaktere vorstellen, die Welt, die Gegenden, was wie irgendwie funktioniert, wie die Magie funktioniert, wie das ja als Hexer funktioniert, was seine Aufgaben sind und natürlich auch, was Yennefer und Triss Merigold angeht und auch alle anderen Magier, die eben Königen zur Seite stehen und Ratgeber sind. Und es ist einfach Hammer. Es ist unfassbar gut und macht mir wirklich super viel Spaß. Es ist durch die Lebendigkeit, durch dem, dass man hier auf Reisen ist, dass man unterwegs ist, dass man auf der Flucht ist oder eben auch einfach mal von A nach B kommt und immer irgendwer gerade Spannendes mit dabei ist, kann man sich so viel vorstellen und ist so mit dabei. Und es ist eine High Fantasy, die sich schon wie High Fantasy anfühlt, aber irgendwie trotzdem echt. Und das erlebe ich persönlich nur sehr, sehr selten in High Fantasy, weil sich doch alles so ein bisschen manchmal auch sehr abstrakt anfühlt. Mir sind manche Namen tatsächlich an vielen Stellen immer mal zu viel. Es gibt unfassbar viele Charaktere und man weiß natürlich zu Beginn nicht, wird der nochmal wichtig, muss man sich das merken, muss man sich merken, was der getan hat. Man gewöhnt sich dran. Ich sag, das war im zweiten schon viel, viel angenehmer als noch im ersten, aber das gehört halt in eine Welt mit hinein, in eine High-Fantasy-Geschichte, überhaupt in so einen Epos. Da müssen natürlich auch mehrere Charaktere irgendwo umherlaufen, es wäre sehr langweilig. Keine Ahnung, wie viel die Saga an Seiten komplett hat, wenn da nur drei Charaktere irgendwie unterwegs wären. Die Welt ist sehr speziell, sie ähnelt unserer. Es gibt auch einen Steuerberater, was ich total lustig fand. Aber es hat eben doch diesen Charakter, dass es eben Dinge gibt, die es in unserer Welt nicht gibt. Von Drachen über Einhörner, über Monster, über Werwölfe und die eben alle vom Hexer auch irgendwie gejagt werden und er selbst daran im Grunde auch verdient und so durch das Leben kommt. Der Sprachstil gefällt mir auch sehr gut. Ich fand ihn anfangs ein bisschen holprig.
Kann natürlich immer bei so etwas an der Übersetzung liegen. Allerdings kann ich hier eben nicht das Original lesen, weil das ist ja in Polnisch und der Sprache bin ich ja leider nicht mächtig. Von daher lohnt es sich jetzt auch nicht, die englischen Ausgaben zu kaufen. Also zum Hinstellen, um schön aussehen vielleicht schon. Aber ja, zum Lesen definitiv nicht, weil es auch nicht das Original ist. Und außerdem muss ich echt sagen, dass die Optik von den DTV-Neuauflagen wirklich wunderschön ist. Und die jetzt wirklich nach und nach bei mir einziehen. Und das sind auch Bücher, die möchte ich jetzt in dem schönen Gewand wirklich auch so lesen und in der Hand haben beim Lesen. Während ich ja die ersten beiden Vorgeschichtenbände als E-Book gelesen habe, da gab es aber noch nicht die schönen Ausgaben. Ich weiß gar nicht, die sind glaube ich auch, mittlerweile sind sie auch, glaube ich, erschienen. Ich glaube im Januar, wenn ich mich nicht täusche. Und die werden auch nach und nach dann bei mir einziehen. Und es heißt hier hinten auch so schön, ich weiß gar nicht, ob das auf beiden steht, nee, hier nur auf dem, das ist die Fantasy des 21. Jahrhunderts. Und das muss ich echt sagen. Und ich bin, ja, ich frage mich, wie ich es über 20 Jahre geschafft habe, an dieser grandiosen High-Fantasy-Story vorbeizukommen, dass ich gefühlt nie wirklich was davon gehört habe, gesehen habe, mitbekommen habe, dass das irgendwo mal am Rande erwähnt wurde. Ich frage mich, wieso diese Bücher gefühlt irgendwie keinen größeren Hype erlebt haben. Ich weiß, dass unter Zockern The Witcher 3 eben durchaus eine Bewandtnis hat, wobei ich glaube, dass ganz viele Spieler gar nicht wissen, dass da eine Buchgeschichte zugrunde liegt, wobei die Spiele ja, glaube ich, viele Jahre später spielen. Da ist Ciri ja dann auch schon groß, während sie hier ja noch ein junges Mädchen ist von, keine Ahnung, 12, 13. Und ich glaube, in den Büchern, im Spiel ist sie ja schon viel älter. Und ich kann das nicht verstehen. Ich liebe den Humor, die Art von Geralt, wie er die Welt sieht, wie er sie uns erzählt, welche Dinge in ihm vorgehen. Ich mag seinen Humor, was er lustig findet. Und ich mag es, dass er so speziell ist. Und das aber auf eine ganz echte Art und Weise. Und ich finde den großartig. Und auch seine Zuneigung zu Ciri finde ich ganz, ganz toll und ich mag auch einfach die Dialoge in den Geschichten und ach, ich bin einfach verliebt. Ich bin verliebt in diese Reihe, für mich eine absolute Highlight-Reihe in diesen zwei Bänden plus die zwei Vorgeschichten und ich bin jetzt mega, mega gespannt, wie Band 3 weitergeht. Ich habe mich jetzt ganz bewusst in dieser Woche dagegen entschieden, in die Thalia zu gehen und den dritten Band zu kaufen, aber es wird nicht lange auf sich warten lassen und ja, dann irgendwann, ja, sind alle Hexerbücher mein und ich freue mich da auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Parallel dazu hatte ich schon als E-Book begonnen, Die Arena, grausame Spiele von Hayley Barker. Das habe ich nach einem Drittel, also circa 150 Seiten, abgebrochen. Es ist der Auftakt einer Dystopie-Reihe, ich glaube auch tatsächlich nur einer Dilogie, also einer zweiteiligen Reihe. Ja, soweit ich weiß, habe ich beim zweiten gesehen, dass es der finale Band ist. Mich hat in diesem Buch angesprochen, dass es eine Jugenddystopie ist, dass es so gefühlt ein bisschen an Panem erinnert hat, was mir sehr gut gefallen hat, also die Tribute von Panem von Susan Collins. Und ja, da gab es dann eben auch zwei, drei positive Stimmen und dann ist das E-Book bei mir eingezogen. Und ja, ich war ganz gespannt und habe es jetzt auch ganz bewusst so parallel zu High Fantasy ausgewählt, weil ich dachte, das könnte ganz gut passen und mir war auch ein bisschen nach Jugenddystopie. Wir sind hier in einem zukünftigen London. Die Gesellschaft ist aufgeteilt in Pures, das ist die Oberschicht, und Drags, das sind im Grunde die Diener. Und die Kinder der Drags werden ihren Familien sehr oft weggenommen, entführt, weggeschleppt und in eine Art Zirkus gebracht. Und die Kinder müssen sehr schwer arbeiten und im Grunde tatsächlich auch meist bis sie sterben. Und sie sterben auch relativ jung, weil natürlich die Versorgung für sie nicht gut ist und auch im Zirkus überhaupt nicht danach gefragt wird, welche Bedürfnisse sie so haben. Im Zirkus selbst dienen sie dazu, im Grunde auch für die Unterhaltung der Pures zu sorgen. Sie sind aber nicht irgendwelche geschickten Artisten, sondern werden tatsächlich eher den Löwen vorgeworfen oder den Haien und die Zuschauer wollen diese Kinder sterben sehen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, tatsächlich wie es bei den Gladiatoren war und im alten Rom. Und das fand ich schon ziemlich heftig und auch sehr brutal und gewaltvoll. Wir treffen auch Hoshiko und Hoshiko ist doch sehr anders, denn sie ist sehr, sehr begabt auf dem Seil
Und gerade als ja, sie so ein bisschen eine Altersgrenze wahrscheinlich auch übersteigt, will der Direktor sie unbedingt loswerden. Und das, obwohl sie eigentlich so begabt ist und ja eigentlich auch wirklich schon bekannt ist in dieser Zirkuswelt. Doch Hoshiko trifft auf Ben, einen Pure, und beide wollen die Welt, in der sie leben, verändern. Und ja, wie sie das dann so starten, könnte man theoretisch lesen oder weiterlesen und nachlesen. Ich habe ziemlich schnell so auf den ersten 40, 50 Seiten gemerkt, dass diese Geschichte sich von sehr, sehr vielen Jugendbüchern der letzten 10 Jahre hat inspirieren lassen. Und per se spricht auch nichts von inspirieren lassen, wenn man dann trotzdem sein eigenes Ding daraus macht. Ich meine, dass man das Rad nicht komplett neu erfinden kann. Das ist natürlich so, Dystopien funktionieren nach einem gewissen Schema. Man könnte jetzt auch alle sagen, alle haben abgeschrieben von 1984 oder von Schöne neue Welt. Alles ähnelt sich, jeder nimmt sich irgendwas, was gerade auch irgendwie in seine Geschichte passt. Und das ist auch in Ordnung, wenn dann irgendwas Kreatives dabei rauskommt. Aber nicht nur, dass der Klappentext sehr nach Tribute von Panem klang, auch die Geschichte selbst. Auch das, wie damit umgegangen wird, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie die Charaktere damit umgehen, die Betroffenen, wie sich auch diese jetzt so diese Mischung ausmacht aus Pure und Drax, also aus Ben und Hoshiko, das hat man alle schon 10-mal gelesen und gefühlt auch viel besser. Denn die Geschichte ist tatsächlich sehr, sehr platt erzählt. Sie ist sehr oberflächlich, es ist ein sehr einfacher Stil. Klar, es ist ein Jugendbuch, das kann natürlich nicht mit einer High-Fantasy-Story für Erwachsene mithalten. Das muss aber auch theoretisch eigentlich gar nicht. Aber es kommt einem alles bekannt vor. Es ist, man hat das Gefühl, man liest 10 andere Bücher gleichzeitig. Und es gab 2 Perspektiven, das fand ich auch sehr spannend und okay, aber es unterscheidet sich kaum. Also der Erzählstil der Perspektiven ist einfach sehr gleich, sehr ähnlich, was ich sehr schade finde. Denn ich denke ja nichts, was ein anderer auch so denkt. Und wenn ich hier eine Geschichte erzähle und euch in die andere Perspektive diese Geschichte auch erzählt, wird sie es in einer anderen Art und Weise machen. Und man weiß aus anderen Jugendbüchern, dass das geht. Bestes Beispiel von Terry Infiziert. Da habe ich ja den ersten Teil wirklich gefeiert und da gab es einen Unterschied in dieser Gedankenerzählung der Protagonisten, der Perspektiven. Und hier war das sehr ähnlich bis kaum eine Veränderung. Das Buch ist auch noch relativ neu, wirklich auch im letzten Jahr erst erschienen. Und daher erwarte ich auch einfach eigene Ideen. Natürlich ist es so, wenn man ein Buch liest, was schon älter ist, wie zum Beispiel Infiziert, da muss man auch immer bedenken, wann ist dieses Buch herausgekommen. Und wenn es natürlich zu einer Zeit war, in der viele dieser Geschichten kamen, kann man natürlich nach 5 Jahren nicht sagen, naja, das ist doch aber jetzt, war schon alles mal da. Das würde ich ja definitiv auch berücksichtigen, was ich ja zum Beispiel auch bei Infiziert gemacht habe. Hier ist das Buch aber neu. Und ich finde gar nicht, dass das akzeptabel ist, dass das nach einer Geschichte klingt, wie eben schon mindestens 10, die ich in anderer Art und Weise auch schon gelesen habe. Und als allerletzten Punkt möchte und muss ich auch einfach die Brutalität dieser Geschichte ansprechen. Denn ich finde, für ein Jugendbuch, was vielleicht 14- bis 16-Jährige lesen, gut, vielleicht auch 13-Jährige, war die Geschichte brutal, eklig, blutig und einfach überhaupt nichts, was ich möchte, dass meine 12, 13, 14-jährige Tochter oder Sohn lesen würde. Mir war das viel, viel zu bildhaft. Man hat auf all diese Szenen draufgehalten und ich dachte mir, also ich finde das einfach zu viel. Ich fand es zu viel. Ich bin ja jetzt ein erwachsener Mensch, der durchaus auch blutige Thriller liest, nicht liebt oder das gerne tut, aber immer mal doch das tut. Und da tutet es sie wieder. Aber manche Szenen waren einfach nur widerlich. Und da frage ich mich, muss das sein? Muss man wirklich mit Brutalität und Widerlichkeit in einem Jugendbuch das so darstellen? Kann man das nicht ein bisschen plastischer machen, weniger bildhaft? Und braucht es das wirklich, um zu zeigen, wie eklig und brutal und schrecklich diese Welt ist? Und was will ich damit eigentlich bezwecken? Meins war es leider nicht und daher auch nach circa einem Drittel abgebrochen. Ja, man kann natürlich jetzt nach Sachen suchen, woran es liegt. Bin ich einfach so gefesselt von der Hexersage, dass die Arena gar keine Chance hatte. War mir vielleicht nicht nach Jugendbuch, obwohl ich es vermutet hatte.
Aber es war einfach nicht meins. Und ich kann da nur empfehlen, wenn ihr das vielleicht euch zulegen wollt, lest die Leseprobe. Vielleicht gibt es auch so eine XXL-Leseprobe, die gibt es ja auch immer mal, dass man ein paar Seiten mehr liest, um zu erfahren, ob das die was für einen ist. Meiner war es leider nicht. Und leider, ja, das nächste Buch tatsächlich auch nicht. Obwohl ich eigentlich schon gedacht habe, dass es mir gefallen könnte, weil ich mich auch unfassbar eigentlich auf die Protagonisten gefreut habe. Und zwar ist das Liebe mich für immer von Katinka Engel. Das ist der abschließende Band der Finde mich-Reihe. Ich glaube, so heißt sie, wenn man immer von dieser Reihe spricht. Believe in Second Chances, und es ist die Finde mich-Reihe, die ja diese schöne Cover, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gut erkennen könnt, ja, im Grunde abgibt mit diesem Unendlichkeitszeichen vorne drauf. Der erste Teil, den habe ich ja letztes Jahr im Sommer gelesen, das war Finde mich jetzt, und danach kam Halte mich hier. Beides hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der erste hat mich überrascht, wie toll der mir gefallen hat. Der zweite war noch eine Spur besser. Und umso neugieriger war ich natürlich auf den dritten Band. Theoretisch kann man die Geschichten unabhängig voneinander lesen, aber die Reihenfolge, wenn man die Reihe lesen möchte, bietet sich natürlich an, weil natürlich hier Sachen sich aufeinander auch aufbauen, weil wir ja hier im gleichen Universum sind. Wir lernen die beiden Protagonisten auch bereits kennen, denn wir treffen hier auf Amy und auch auf Sam. Und Amy ist Sozialarbeiterin und die begleitet in Band 1 und 2 eben die männlichen Protagonisten nach dem Gefängnis in die Rückkehr ihr normales Leben. Und Sam kennen wir auch schon, denn er ist der beste Freund von Tamsin, die wir aus dem ersten Teil besonders gut kennen, die aber natürlich auch im zweiten Teil noch auftaucht. Und gerade auf diese beiden Protagonisten hatte ich mich gefreut, weil zum einen natürlich Amy ein doch noch erwachsener Charakter war als ja vielleicht die etwas jüngeren in Band 1 und 2. Und ich zudem auch Sam im ersten Teil sehr, sehr mochte und dachte, das könnte auf jeden Fall eine coole Mischung geben. Und Sam, ich meine, wenn schon jemand Sam oder Sam heißt, dann hat man bei mir ja schon ein paar Pluspunkte. Und so habe ich mich auf die beiden sehr, sehr gefreut, weil ich eben auch dachte, nachdem Band 1 und 2 schon nicht so New Adult-lastig war, was ich ja persönlich mag, ich ja New Adult sehr selten. Ich mag das mit diesem, was in Vergangenheiten passiert ist und keiner hat damit abgeschlossen. Das Leben ist so traurig und tragisch und irgendwie brechen dann doch alle Dämme und alle Gefühle, und für mich ist das nichts. Also ich mag das grundsätzlich nicht. Ich kann auch gar nicht erklären, warum nicht. Meins ist es nicht. Umso überraschter war ich ja in Band 1 und 2, dass das eben einfach so erwachsen war, dass es natürlich schon das Knistern gab, dass es erotische Momente gab, aber eben einfach so, wie ich das absolut in Ordnung finde und wo ich eben auch fand, man ist mit einer so notwendigen Ernsthaftigkeit irgendwie da rangegangen, also auch so realistisch, und man konnte das einfach nachvollziehen. Daher habe ich mich hier auf den dritten Band echt sehr, sehr gefreut und war auch total happy, als mir der Verlag das zur Verfügung gestellt hat, und er hatte mir auch noch Band 2 zur Verfügung gestellt, was ich ja dann auch verlost hatte. Instagram übrigens auch unten in der Infobox. Ja, dann kommen wir auch zu diesem großen, großen Aber, weswegen ich so aushole. Ich konnte mit Amy überhaupt nichts anfangen. Also die war mir ab den ersten Seiten irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich habe die sehr komisch empfunden. Und dann trifft sie auf Sam und dann gehen die ihren Weg für einen vermeintlichen One-Night-Stand. Und da passieren Dinge, wo ich mir dachte, nein, da bin ich einfach raus. Und ich will es gar nicht spoilern oder irgendwie was auch immer. Ich fand das total befremdlich und ich verstehe einfach vermeintlich erwachsene Menschen nicht, die so sind, die so agieren, die sich, obwohl sie selbst eigentlich Sozialarbeiter sind, das heißt ja eigentlich auch eine gewisse Stabilität in ihrem Leben haben sollten, das einfach so zulassen und nichts dagegen tun, dass sie stabiler werden. Ich möchte das tatsächlich eigentlich gar nicht so ausführen. Und auch Sam. Also der Junge, mal ehrlich, den hätte mal jemand schütteln müssen. Er verabredet sich mit wunderschönen, modelähnlichen jungen Frauen, weiß eigentlich, dass die scheinbar immer alle dumm sind, alle nur auf Instagram posen, nichts anderes haben als ihre Schönheit, weiß das, datet absichtlich solche Frauen, um sich aber dann in ihren Dates mit ihnen lustig zu machen über sie. Und das hat ihn so unglaublich unsympathisch gemacht, dass ich dachte, Junge, dir gehört mal eine rechts und links, damit du mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommst, weil die sind genauso oberflächlich im Grunde wie du,
dass du dich aber so über sie lustig machst, also das hat den Ganzen für mich die Krone aufgesetzt. Und das hat mich echt so aufgeregt. Und dann treffen Sam und Amy aufeinander und das war so für mich, wo ich dachte, da kann keine Anziehung gewesen sein. Und trotzdem, nein, ich war da raus. Also ich habe wirklich so nach 60, 70 Seiten gemerkt, ach, ich rege mich auf. Ich habe unfassbar viele Augenrollmomente gehabt. Ich konnte mich weder mit Amy identifizieren, noch irgendwas zu Sam an so war der auch zwei Teile nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht, wie man ihn so platt und unsympathisch darstellen konnte. Und das war sowieso mein Problem. Man hat hier wirklich sehr viel Oberflächlichkeit erlebt und auch sehr einfach strukturierte Charaktere. Und das war im Band 1 und 2 überhaupt nicht so. Und ich frage mich, warum man das im Band 3 so gemacht hat. Ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Aber ich habe jetzt schon von einer Zuschauerin auf Instagram gelesen, die war total angetan von Band 3 und hat sich über meine Bewertung auf Lovelybooks, wo ich geschrieben habe, abgebrochen, total gewundert, weil sie sagt, ja, das ist endlich jetzt das New Adult Buch, auf das wir in der ganzen Reihe gewartet haben. Und das ist vielleicht tatsächlich auch die Erklärung für mich, dass es jetzt zu New Adult mäßig ist und eben die Grenze für mich überschreitet, die ich nicht mag. Und deswegen habe ich dann auch das Buch nach knapp 120 Seiten von, ich glaube knapp 400, abgebrochen. Also auch vielleicht so grob ein Drittel. Ich wollte einfach nicht weiterlesen, es hat mich nicht interessiert. Ich wollte diese platte Geschichte nicht erleben. Wenn man auch bedenkt, die sollen ja beide 25 sein, kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass Amy auch so jung ist und trotzdem schon Sozialarbeiterin, aber das ist nochmal was ganz anderes. Ich habe tatsächlich den Steckbrief gar nicht geschaut gehabt, aber jetzt sehe ich es gerade. Aber gut, meins war es nicht. Es tut mir unfassbar leid. Es muss mir eigentlich leid tun, aber es tut es, weil ich wollte, dass es mir gefällt, dass das eine Reihe ist, die ich positiv in Erinnerung behalte, aber so behalte ich eben nur Band 1 und 2 in positiver Erinnerung. Und vielleicht ist es wirklich jetzt einfach so diese New Adult-Richtung, die ich nicht mag, und deswegen ist halt vielleicht tatsächlich der dritte Band nichts für mich. Ja, leider, leider, leider. Dennoch bin ich gespannt, was man von Katinka Engel noch sehen und lesen wird, und werde ihren Namen auf jeden Fall mal so ein bisschen in Erinnerung behalten. Und theoretisch kam dann nach diesen Flops dann am Wochenende die Zeit der Verachtung von Sapkowski, aber das habe ich ja jetzt beide schon in einem sozusagen gefrühstückt, besprochen. Ja, serientechnisch gibt es nach wie vor nichts. Ich habe noch keine neue Serie entdeckt. Vielleicht habt ihr ja irgendwie Empfehlungen. Lasst die gerne mal da. Ich liebäugle so ein bisschen mit der Serie Look and Kay von, ist das von Joe Hill? Vom Sohn von Stephen King. Vielleicht gucke ich mal in die Serie. Ich bin gerade tatsächlich total auf dem Podcast. Zug irgendwie und habe einen Lieblingspodcast gerade, den ich rauf und runter höre. Und davon seht ihr dann auf jeden Fall was im Hörgenuss des Monats. Jetzt am Donnerstag kommt das Video. Freut euch da wieder auf ganz viele Hörgenüsse in der Abo-Liste. Morgen am Sonntag starten wir im Leseklub mit Arno Strobels Der Sarg. Wer vielleicht noch spontan mitlesen möchte, kann das gerne tun. Und theoretisch müsste jetzt auch schon aufgelöst sein, welches Buch wir im März lesen. Ja, das wird dann nach der Buchmesse losgehen. Und da haben wir so unsere Subleichen herausgesucht und bin sehr gespannt, was es wird. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade Platz 1 war. Habe jetzt schon 2-3 Tage nicht auf Facebook geschaut, aber ja, Buchmesse ist in 3 Wochen. Da wird Samstag ein Bücherfreunde-Treffen gehen. Wie gesagt, das findet ihr unten in der Infobox, wie auch alle Infos zu den Büchern. Und mehr gibt es zu der sehr sturmbelasteten Woche ja auch gar nicht zu erzählen. Außer dass es gestürmt hat, ich wenig geschlafen habe, ich irgendwann so genervt war und dachte, es fühlt sich an wie ein Jetlag aus der Karibik, nur hat der Karibik-Urlaub vorher gefehlt. War keine gute Woche. Aber lesetechnisch mit einem absoluten Highlight und vielleicht tatsächlich auch mit dem Lese-Highlight, wenn das weiter so geht in der Hexersaga. Und 2 Flops. Ja, es war irgendwie das Gleichgewicht, scheinbar musste gegeben sein. Und sehr schade, aber manchmal steckt man da einfach auch nicht drin. Ja, und das war es jetzt auch schon von mir. Ich habe jetzt auch, glaube ich, genug über die Bücher gequatscht. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.